Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxes. Ja, die letzte Folge, das letzte Spiel war jetzt nicht ganz so gut gespielt. Ich hoffe einfach mal, dass die Pause mir gut getan hat und ich jetzt wieder besser spielen kann. Ich glaube, wir spielen jetzt auch noch ein Spiel mit der Bundesliga, wobei halt echt schon wieder viele an der unteren 90 sind. Also gerade wenn dann doch Verlängerung kommt, also wie gesagt, ich werde es einfach häufiger in Zukunft auch mal 1 zu 1 wechseln, also nach jedem Spiel einmal wechseln. Und hier hat jetzt bloß Touré noch keine volle Fitness. Der hat noch nicht, ach, er hat noch nicht 99, voll hat 98, aber das ist halt ein Punkt weniger. Und lieber so, als wenn halt einige mit 93 rumlaufen, wenn wir vielleicht dann, also ich meine, klar, ich will nie in die Verlängerung, ich will vorher gewinnen im besten Fall, aber man weiß es logischerweise nie so genau. Und wenn es dann doch mal passiert, ist es ganz gut, wenn man ein bisschen mehr Ausdauer mitbringt. Super krasses Team. Oh mein Gott. Das ist sehr krass. Das ist sehr krass. Umso mehr hoffe ich, dass die Pause mir gut getan hat, dass ich keine leichten Fehler mehr mache, dass ich mich konzentriere. Und ich denke, der Gegner wird auch gut spielen. Aber wie gesagt, Konzentration, gut spielen. Und keine billigen Fehler machen. So, jetzt einfach. Schön ruhigen Aufbau. Schade. Muss aufpassen, jetzt nicht anfangen, zu viele Flanken zu spielen. Also immer Flanken macht natürlich auch keinen Sinn. Das wird schön auf Benteke. Ah, Benteke setzt sich wieder durch. Das ist echt krass, aber leider nicht gefährlich straff. Scheint gerne viele straffe Pässe zu spielen, wie es aussieht. Interessanter Spielstil mit seinen straffen Pässen da. Aber er braucht halt teilweise länger für die Ballkontrolle. Er braucht halt teilweise länger, um den Ball unter Kontrolle zu bringen. Sehr gut, Kasper, sehr, sehr gut. Schade. Krasser Seitenwechsel. Oh, der Gegner spielt richtig gut, glaube ich. Sehr schön. Oh, ich glaube, der Gegner spielt richtig gut. Das kann noch sehr, sehr, sehr eklig werden. Oh, ey, vor allem die Pässe aus der Drehung ist unglaublich, dass die halt auch noch kommen. Die müssten doch eigentlich so oft daneben gehen. Haben wir Glück, dass es nur Alu ist. Komm schon, Ecken sind eine Macht. Eine Macht? Eine Waffe, so wollte ich sagen. Ecken sind eine Waffe mit Benteke.
Oh, das ist doch kein Foul, Junge. Oh mein Gott, das war mal ein Konter, den wir gut ausgeführt haben. Ich musste da schießen. Ich glaube, der Ball ist weg gewesen. Mit seinem eigentlich schwachen Linken, aber 4 Sterne macht er halt wirklich den krassen, geilen Distanzschuss. Ich musste da schießen. Ich denke, noch sehr viel näher hätte ich nicht laufen können. Oh, wir haben echt mal ein Kontertor geschafft. Das ist ja krass. Aber auch hier wird den Ball runtersaugt, ist der Wahnsinn. Und dann genau im richtigen Moment abgeschlossen. Der Gegner wäre sonst da gewesen. Aber ich werde das nicht halten können. Also ich muss jetzt auf jeden Fall auch irgendwie ein zweites und ein drittes Lackertor schießen, weil der Gegner so gut nach vorn spielt bisher. Es wird einfach ultra schwer. Ich wusste es. Ah, abseits, sehr schön. Ich hoffe echt, dass er, wenn er dann weniger Ausdauer hat, dass er dann auf die Nase fällt mit seinen mega krassen Risikopässen die ganze Zeit. Straf aus der Drehung. So was sollte in den meisten Fällen gar nicht ankommen. Oder funktionieren, aber mal so. Was? Das war der Gegner? Krass. Ich dachte, das wäre ein Rückpass von mir. Ja, ich habe gedacht, dass Arnautovic da schon weiter durch ist. Ich sag doch, Aspli macht echt einen guten Job. Also ich bin bisher absolut zufrieden mit ihm. Oh, pfeift mein Konter ab, krass. Oh, es ist so anstrengend, das Spiel. Es ist so schwer. Ich verstehe echt nicht, dass es so gut funktioniert beim Gegner, diese Pässe. Das sind einfach, ich weiß nicht, entweder hat er wirklich bei all seinen Spielern einfach nur Chemistry-Styles, die massiv den Pass boosten und generell halt Spieler, die einen massiv geilen Pass haben. Oder ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Der Spielstil ist, er funktioniert komischerweise, aber ich verstehe nicht, warum. Verstehe es einfach nicht, weil der macht so viele Pässe aus der Drehung und straffe Pässe, das ist dann einfach eigentlich nicht immer, das kann nicht immer so funktionieren, wie es bei ihm funktioniert. Aber ich versuche ruhig zu bleiben, so weiter zu spielen und mit ein bisschen Glück mache ich vielleicht ein zweites Tor und dann wird es schwer für den Gegner, 2 Tore zu schießen, weil ich verteidige ja ganz gut. Er hat ja bisher glücklicherweise nur einen Alu-Treffer gehabt, also nur einen gefährlichen Angriff zustande bekommen. Das war ein normaler Pass, er macht einen Laufpass draus. Sowas ist dann natürlich scheiße gegen so einen Gegner. Vor allem, wenn ich einfache Pässe spiele, die nicht funktionieren, und er macht halt schwere Pässe, die alle klappen. Oder hat einfach Lack, dass dann der Ball sonst wohin geht. Wenn ich ihn abfange.
So, aber ruhig bleiben. Ist scheißegal, ist noch nichts passiert. Schön gemacht von Mané. Flanke auf Benteke wäre geil, aber Benteke steht, glaube ich, hier. Da ist Benteke. Das ist ziemlich weit weg, wenn ich es richtig sehe. Könnte nicht auf die Bräune flanken. Ich probiere es trotzdem. Aspli! Ah! Also hat er mit der Brust den Ball angenommen. Was? Wie? Was war da denn los? Da Azipli. Kueta. Schade. Oh, es ist so anstrengend, das Spiel. Scheiße! Das war dumm, der Ballverlust. Endlich, endlich hat so ein Katastrophenpack oder Harakiri-Pass mal nicht funktioniert. Das ist scheiße, dass das geklappt hat. Ich glaube, ich werde jetzt trotzdem wechseln. Es ist so schwer gegen den. Ich brauche einfach neue Power. Ich brauche neue Ausdauer. So, Mané hat weniger Ausdauer als De Bruyne, deswegen lasse ich Mané. Deswegen lasse ich De Bruyne drin. Fuck, Ribéry müsste auch mal wieder regenerieren. Ich brauche ihn jetzt. Zur Not geben wir ihm halt meine Fitnesskarte. Sehr gut. Nicht so gut. So, 80. Jetzt gehen wir auf Zeit, Freunde. Zweiundachtzigste.
Also der Gegner, ich will nicht sagen, dass er besser gespielt hat, aber das ist wieder so ein, eigentlich so ein ganz knappes Spiel, wo es ausgeglichen war. Also definitiv wäre hier ein Unentschieden gerechter. Ja, das war nicht so geplant. Also das war ein sehr merkwürdiger Schuss und es war auch ein merkwürdiger Pass, der glücklicherweise ankam, aber der war nicht so geplant. So, Müller hat noch Power. 86. Achtundachtzigster. Es wird halt 100 Minuten Nachspielzeit geben. Bin zu angespannt. Sehr geil! Oh mein Gott, es gab so gut wie keine Nachspielzeit. Ich hab's zumindest, kam mir jetzt davor. Oh mein Gott, das ist so ein wichtiger Sieg. Das war so ein schwieriger Gegner. Ach du Scheiße, ey. Hier wäre auf jeden Fall ein Unentschieden gerechtfertigt gewesen. Benteke hatte noch eine gute Chance am Ende. Und ich nutze halt einfach meinen Konter, muss man so sagen, wie es ist. Aber, eieieiei, war das schwer. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich auch oft verlieren werde. Und wo es im Endeffekt dadurch, dass ich mein Tor mache, dadurch, dass ich mein Tor mache, dass ich die Chance nutze, muss ich sagen, wäre trotzdem immer noch ein Unentschieden hier verdient gewesen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Aber man muss ja auch sagen, ich habe ja auch wirklich wenig zugelassen. Aber der Gegner hatte halt einen Alu-Treffer und noch einen anderen guten Schuss, den Schmeichel halt gut pariert. Oh, wichtiger Sieg. Ultra wichtiger Sieg. Nice. Aber auch super anstrengender Sieg. So hoffen wir mal, dass der nächste nicht ganz so anstrengend wird. Aber eigentlich müssten ja jetzt weiterhin solche starken Gegner kommen, denke ich. So, oh, jetzt haben wir Touré. Ist halt, Touré scheint ziemlich viel Fitness zu verlieren. Er war auch nicht ganz voll. Ah, Ribéry hat nur noch 89. Eine Fitnesskarte habe ich noch. So, ich glaube, dann werde ich jetzt auch wieder Bundesliga spielen, weil einfach Bundesliga wieder komplett voll ist. Und hier Touré nur noch 92. Die Spiele sind halt auch einfach alles so wichtig, dass es für mich hier keinen Grund gibt, jetzt zwei Spiele mit einer Mannschaft zu machen. Vielleicht haben wir mal Glück und bekommen wieder einen leichteren Gegner, aber wie gesagt, ich gehe überhaupt nicht davon aus. Jetzt werden wir nur noch schwere Spieler bekommen. Mal gucken, was er für ein Team hat. Oh, zumindest vom Team her mal nicht. Oh, er hat aber auch den 87er Mané. Das ist krass. Ein total, in Anführungsstrichen, 0815 Team, weil keine Informs, aber eine Inform drin, 87er Mané, das ist, glaube ich, 400.000 ungefähr wert. Also knapp 400.000. Das ist halt schon krass. Scheiße. Alter, was war das denn wieder? Ball nicht mehr wegbekommen. Aber gutes Stellungsspiel von Hummels. Oh, jetzt bitte nicht hier ein Tor durch diese Ecke. Oh,
ich wollte ihn nicht durchlassen. Ich habe nicht auf Durchlassen gedrückt. Das ist ein Foul. Krass, dass dann der Pass, der eigentlich auf Müller gehen soll, bei Mali ankommt. Aber wie gesagt, es war halt auch ein Foul. So, ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Ich meine, der letzte Gegner war so krass, sehr viel schlimmer kann er jetzt auch nicht sein. Oh! Ich glaube, er war abgefälscht. Den habe ich nicht so krass geschossen. Schade. Sehr gut von Hector. Das war gerade super wichtig als Balleroberung. Von daher hat sich doch schon gelohnt. Nein! Oh nein! Aber nicht drüber aufregen. Aber trotzdem ist das so bitter, ey. Krass. Das funktioniert ist auch unglaublich, weil da stehe ich einfach komplett da. Okay, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht anfange, überhastet und dumm zu spielen, weil der Gegner ist definitiv nicht so gut wie der. Schlechte Ballannahme für Vidal. Und das habe ich gemeint. Beim Gegner sind irgendwie die. Die Strafenpässe ständig ohne Probleme angekommen und angenommen wurden. Und Vidal macht halt hier den Fehler. Das war Hand von Piszczek, aber gibt es natürlich nicht im Spiel. Sehr gut von Sokrates und dann war es halt ein schwieriger Pass. Das war Hector, richtig geil. Dass der hängen bleiben muss, schade. Okay, ich muss aufpassen, dass er mich nicht so bescheuert austribbelt, weil wenn ich in den Dribblings einfach ruhig bleibe, kommt er nicht an mir vorbei. Ich darf halt nur nicht den Fehler machen und auf ihn eingehen. Sollte natürlich eine Station eher, aber ich habe mich jetzt, glaube ich, zu sehr aufgezogen im Pass. Interessant, meiner Meinung nach ein Foul. Wieder so ein scheiß Alu-Treffer in einem wichtigen Spiel, in einer wichtigen Situation. Krass gespielt, ey. Boah, war das schwer, ey. Oh.
Wie viel Pässe, Junge! Aber geil, dass die alle angekommen sind und dass dann Müller das Ding wieder macht. Vor allem nach diesem ekligen Alu-Treffer vorher. Aber wie gesagt, der Gegner ist nicht schlecht, klar. Der Gegner hat noch einen Durchschießen, er kann halt auch noch ein Tor schießen ohne Probleme, aber der ist auf jeden Fall schlechter als der letzte Gegner. Aber auf dem Niveau, es kann alles passieren, wenn ich nicht bald, wenn ich nicht schnell ein 2-0 mache oder so, dann ja, kann er halt auch locker hier das 1-1 machen. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, das ist sicher oder so. Glück, schwacher Pass. Bellerlev ist viel zu langsam. Oh, ich wollte natürlich keinen Lupfschuss machen. Es war einfach nur wieder Spielerwechseln gedrückt und naja. Geil gemacht von Hummels, das kennen wir ja von ihm. Sehr geil, sehr geil. Konzentrieren. Wenn ich mich konzentriere, so weiterspiele und ein 2-0 vielleicht mache, dann ist auch hier wieder ein Sieg drin. Komm schon. Geiler Pass. Elfmeter, oh Gott, krass. Wäre auch nicht rein, der Schuss von Müller, erstmal so nebenbei. Es dürfte aber kein Rot sein. Ah. Seit Ewigkeit mal wieder Elfmeter, fällt mir gerade so ein. Und ja, da ist der Ball weg, das ist ein klarer Elfmeter. Durch den Chemistry Style müsste er den besten Elfmeter haben. Sehr gut. Wichtiges 2-0. Jetzt wird das Spiel ein bisschen ruhiger, aber ist noch nicht durch. Noch lange nicht durch. Bringt natürlich Ruhe. Keine Ahnung, wo er den hinspielen will, aber nicht da, wo er sollte, weil das war eine komplett falsche Bahn. Hassi direkt 3 drauf rennen, also wird er wahrscheinlich schon ein ziemliches Pressing spielen. Ein bisschen ruhiger geworden wieder. Oh, was war das denn für ein Reus? Das hätten wir ganz easy annehmen können. Ruhig bleiben. Storage im Sturm. Achso, darauf habe ich gar nicht geachtet. Das heißt, linke Seite abdecken, hat keinen rechten Fuß. Martial. Und Mané. Mané ist Rechtsfuß. Martial. Oh, Martial, Martial, Martial. Ist der Linksfuß? Ich weiß es gerade gar nicht. Da ist Vidal dran, interessant. Hector, der macht einfach geile Pässe. Oh! Krass, dass der Schuss noch geblockt wird. Alter, was für ein Harakiri-Pass, und er kommt auch noch ran. Das ist natürlich ärgerlich.
Aber mal Glück, dass da nicht reingeht. Mané hat einen guten Abschluss, auch wenn er jetzt mit links geschossen war, wo er zum Glück nicht so einen ganz so guten hat. Und das ist ja Sokrates, scheiße. Oh, schlechter Alarm von Reus, auch wieder geiler Pass von Hector. Also, ich bereue auf jeden Fall, dass ich Hector nicht eher nochmal reingenommen habe oder mit Shadow getestet habe oder dass er am Anfang irgendeine Scheiße gebaut hat. Hatte, glaube ich, zwei Fehler gemacht und das hat er mich dann dazu gebracht, ihn. Oh nein, nicht so eine Scheiße. Genau das habe ich gemeint. Nicht so eine Lackerscheiße. Muss das sein? Oh, wenn ich mir überlege, wie schwer mein Tor, auch noch getunnelt, wie schwer mein rausgespieltes Tor war und er lackt sich wieder so ein Dreck zusammen. Aber egal, wir führen immer noch. Ruhig bleiben. Ach du Scheiße, fuck, Ball gespielt. Sehr gut von Bentaleb. Nein, oh, ärgerlich. Danke, Pisscheck. Klar, aus der Halbdrehung, aber ich erwarte trotzdem, dass sowas reingeht. Reingeht, sage ich schon, dass sowas halt nicht vorbeigeht. So, 80. Zeitspiel, komm, das gehen wir jetzt nicht mehr ab, das Spiel. Scheiß auf alles. Dreckshurenlacker, ey, was für ein Scheiß-Dreckslacker. Oh, zwei solche Ultra-Lacker-Tore. Was für eine Scheiße, ey. Guckt euch das an, guckt es euch an. Ist der Wahnsinn. Was für ein Scheiß-Lacker. Egal, wir haben noch nicht verloren. Wir machen jetzt einfach noch eins. Unglaublich. Einfach ruhig bleiben, noch nichts passiert. Ist unverdient, dass er die zwei Tore macht, waren auch nicht schön rausgespielt, waren beide gelackt. Aber egal.
Macht nichts. Hauptsache, wir haben den Angriff unterbunden. Verlängerung, egal, wir haben die letzten beiden Verlängerungen gewonnen und Tore gemacht. Das machen wir jetzt wieder genauso. Wir gewinnen hier verdient. Punkt aus Nikolaus. Scheiße, schlecht ausgespielt. Schön gemacht von Hummels. Die letzte Vorlegung war dumm. So ein Dreck-Scheiß-Lacker, Mann. Fuck you. Das Tor war halt gut rausgespielt, ja, aber die ersten zwei Tore nicht. Oh, so ein Dreck-Scheiß-Lacker, das gibt's gar nicht. Wie gesagt, das dritte Tor ist mir scheißegal, das hat er sich halt verdient, aber die ersten beiden Tore waren so beschissen. Wenn ich mir überlege, wie ich mir mein Tor ausgespielt habe, mein 1-0, das 2-0 war dann einfach ein dummer Elfmeter von ihm, das kann ich ja nicht dafür. Fuck you. Wehe, komm jetzt, wir machen jetzt noch das dritte Tor. Er hat es einfach nicht verdient. Kein Foul oder was, ja, der Brief fällt einfach so hin. Oh, mein Konto! Ich sehe es, ich komm jetzt, wir können auch ein Tor schießen, scheißegal. Ist wieder ein Foul gewesen. Alter. Oh, halt's Maul, ey. Es klappt nichts.
So ein Dreck, so ein Elender. Den muss Mali halt machen. Oh, scheiße. So ein wichtiges Ding. Fuck you, ey. Ja! Der Thomann! Fährmann macht die von alleine! Fährmann war das! Fährmann! Fährmann! CPU Fährmann macht mit dem Fuß selber rein! Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Man of the Match Fährmann! Was ist das denn? Das hab ich ja noch nie gesehen! Mit dem Fuß dazu hier! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, ich habe ihn nicht gesteuert, das macht Fährmann von alleine. CPU Fährmann, oder habe ich, ich weiß es nicht, es kann sogar sein, ihr müsst mal in der Zeitlinie zurückgehen, es kann sogar sein, dass das rote Dreieck drüber war, die ich einfach reflexartig schießen gedrückt habe, weil es mir neu wäre, dass die mit dem Fuß von alleine schießen. Ich weiß eigentlich bloß, dass die, ich weiß eigentlich bloß, dass die mit dem Kopf machen, also mit dem Kopf alleine schießen, aber nicht mit dem Fuß. Ach du Scheiße, jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Komm, Fährmann hat das Ding nicht umsonst gemacht. Konzentrier dich einfach. Schieß nicht zu straf, versuch keinen neben das Tor zu setzen. Und versuch zu antizipieren. Punkt. Die sind richtig gut geschossen von ihm. Ja! 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 Verdammt nochmal! 2-0 das Ding geführt. Dann nochmal 3. Oh Gott, ich. Gott, was für eine Anspannung. 2-0 geführt, dann schafft er es noch, diese verfickte Verlängerung mit 2 Lackertonen zu erzwingen. Dann schießt er das 3-2 Führungstreffer. Fährmann quasi als fast letzte Aktion im Spiel macht ihn, ich weiß es nicht, entweder von alleine oder er schießt reflexartig, aber ist egal, er macht ihn Volley rein nach einer Ecke. Oh mein Gott. Und dann schaffe ich das Elfmeterschießen zu gewinnen. Und das Krasse ist, der Typ hat bis auf den einen, den er verschossen hat, eigentlich alle richtig, richtig gut geschossen. Entweder sehr platziert in die Ecke oder sehr weit nach oben. Und den einen verschießt er. So geil. Oh, was für krasse Spiele, die letzten. Ist das krass, ey. Fährmann macht ein Tor. Alter, das habe ich noch nie geschafft. Also ich hatte, glaube ich, schon einmal, in irgendeinem FIFA habe ich schon mal gehabt, dass ein Torhüter nach einer Ecke ein Kopfballtor gemacht hat. Aber noch nie habe ich gehabt, dass er mit dem Fuß schießt. So geil. Mali, Müller, Fährmann. Aber dass Mali das eine Ding da nicht macht, das, oh Gott, das war echt schade. Also er macht nicht jeden rein. Das müssen wir mittlerweile mal festhalten. Aber macht viele rein. Und wir verlieren selten, wenn Mali ein Tor gemacht hat. Das ist auch mal. Oh, und er macht eine Vorlage. Also er macht 2 Scorerpunkte. Ach, geil. Alter, was für ein Spiel, Freunde. Was für ein Spiel. Immerhin schon mal Gold 2 erreicht. Oh, über alles weitere will ich gar nicht nachdenken. Nice. Also ich würde jetzt gerne noch eine Aufnahme machen mit 2 Spielen, wenn das geht. Und dann die restlichen würde ich mir für Montag aufheben. Das ist jetzt gerade so der Plan. Alter, meine Fresse. Was für ein krasses Spiel. Generell die Aufnahme jetzt war so krass. Ich muss direkt was trinken hier. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.